Ein- und Ausgabe. Was heißt es, hat es damit in Java auf sich? Als Eingabe bezeichnet man, oder als Eingabeanweisung, Anweisungen, die dazu führen, dass das Programm wartet, dass der Benutzer über die Tastatur Zahlen, Zeichen und so weiter eingibt. Als Ausgabe oder Ausgabeanweisung bezeichnet man Anweisungen, die dazu führen, dass bestimmte Werte auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Die Ausgabe ist in Java gar nicht so schwer und kompliziert. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Aber die Eingabe. Bei der Eingabe, bei Standardeingabe, Routinen von Java, muss man wissen, was sogenannte Exceptions sind. Und das wiederum setzt voraus, dass man weiß, was Objekte sind. Das werden wir dann uns genauer im objektorientierten Teil dieser Vorlesung anschauen. Damit man aber auch jetzt schon zu diesem Zeitpunkt mit Ein- und Ausgabe arbeiten kann, habe ich eine Klasse geschrieben, die nennt sich I/O, die man nutzen kann für vereinfachte Formen von Ein- und Ausgabe. Diese Klasse kann man von der Java-Programmierkurs-Homepage runterladen und die entsprechende ZIP-Datei besteht unter anderem aus den Dateien io.java, schauen Sie da ruhig mal rein, das ist Java-Quellcode, dem Bytecode und Informationen dazu, wie man diese Klassen nutzt. Wenn Sie jetzt ein Programm schreiben mit Eingabe- und Ausgabeanweisung, müssen Sie die Klasse bzw. die Datei io.class immer in dasselbe Verzeichnis kopieren, in der auch das Java-Programm steht, das Sie kompilieren bzw. ausführen wollen. Dann können Sie nämlich Eingabe- und Ausgabeanweisungen dieser Klasse io nutzen, und zwar auf folgende Art und Weise. Für verschiedene Datentypen gibt es Read-Befehle in dieser Klasse. Diese Read-Befehle sind dazu da, halt, dass der Benutzer, der Ausführende eines Programms, Werte über die Tastatur dem Programm mitteilen kann. Beispielsweise hier der Befehl readInt. Wenn das Programm diesen Befehl ausführt, wird gewartet, darauf gewartet, dass der Benutzer über die Tastatur eine Zahl eingibt und diese dann mit der Carriage-Return-Taste, Zahlenvorschub-Taste, dem Programm mitteilt. Und der entsprechende Wert, wenn er beispielsweise 2, 3, 4 Return eingibt, der Wert 234 wird dann der variablen Zahl zugewiesen. Ausgabeanweisung, äquivalent. In Java ist Standard System Out println. Diese Anweisung kennen Sie ja bereits. In Hochkommata können hier Zeichenketten angegeben werden, die auf dem Bildschirm ausgegeben werden sollen. Oder Sie können hier Ausdrücke angeben, dessen Wert oder dessen Werte dann auf den Bildschirm ausgegeben werden. Es gibt diesen Befehl System Out println und den Befehl System Out print. Print führt dazu, dass die Werte bzw. die Zeichenketten ausgegeben werden, und zwar in derselben Zeile. Und println führt dazu, dass nach der Ausgabe in eine neue Zeile verschränkt wird, verzweigt wird. Und ja, wenn man mit der Klasse IO arbeitet, kann man statt System.out auch IO schreiben. Und diese Klasse IO stellt genau diese println-Befehle zur Verfügung, wie dieses Konstrukt System.out.